Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ja, heute ist der 9. Juli 2012 und ich möchte euch heute wieder ein kurzes Update geben. Sehe aber gerade hier, dass meine Beleuchtung, wahrscheinlich ist das die Sonne, ne? Heute Morgen war es so ein bisschen durcheinander. <laughs> Schauen wir mal, mache ich ein bisschen dunkler hier, dann. Kann man mein Gesicht ja, sehen ohne diese ganzen Sonnenstrahlen, die hier noch reinkommen, obwohl ich die Sonne ja eigentlich liebe. Aber was will man machen? So, für die Filmaufnahmen ist es wahrscheinlich so etwas besser. Ja, also wie gesagt, ich will euch ein kurzes Update geben, auch in eigener Sache. Denn ähm, diejenigen, die es verfolgt haben, ich hatte am Samstag, also vor zwei Tagen, einen Aufruf gestartet. Ähm, im Internet äh, durch ein Video, was ich gemacht habe, und auch das habe ich dann natürlich auf meinen Blogs verlinkt äh, unter mywakeness.wordpress.com, vugwakeness.wordpress.com und schuldnervereinigung.wordpress.com, ähm, da ja meine Webseite wakeness.net äh, moment von mir nicht abgedatet werden kann und äh, ich auch meinen Sender äh, Wakeness Radio nicht selbst bedienen kann. Das läuft da also im Moment nicht überwiegend Radio, sondern ich bin überwiegend bei orkytalk.com, aber auch natürlich bei noch anderen An Anbietern von Radiosendern, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, deshalb möchte ich euch ein kurzes Update geben. In diesem Aufruf hatte ich um Unterstützung gebeten, finanzielle Unterstützung vor allen Dingen, weil ich das im Moment sehr dringend brauche für alle meine, ähm, ja, Rechtsangelegenheiten hier, vor allen Dingen in der Schweiz, da habe ich zwei Beschwerden laufen und natürlich Rechtsanwaltskosten. Und da hatte ich also gebeten, ob man mir hilft und das ist also rumgegangen. Dafür danke ich euch allen und es haben auch viele schon bereits mir finanzielle Spenden zukommen lassen können. Dafür danke ich also schon mal vorab allen. Versuche das natürlich auch individuell dann zu machen. Und äh, also wie, herzlichen Dank. Aber wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen Unterstützung. Es ist noch nicht äh, fertig, weil das sind natürlich Summen, die ich äh, so gar nicht zur Verfügung habe. Äh, allein eine einzige Beschwerde kostet 4.000 Franken hier beim Bundesstrafgerichtshof. Einfach so, ne? <laughs> bevor die überhaupt irgendeinen Bleistift anfassen und irgendwas machen. Das heißt, wenn man dann das Geld nicht überweist, äh, hier in der Schweiz, dann tun die nichts. Ne? So war es immer schon, ne. Okay, also und dann natürlich die Rechtsanwaltskosten. Aber wie gesagt, wenn es so weitergeht, wie es jetzt in den ersten beiden Tagen war, dann habe ich eine gute Chance, dass es klappt. Also wie gesagt, in dieser Woche bis zum 14. wäre klasse. Also das ist Samstag, wenn dann noch die Mittel reinkommen, weil ich spätestens am Montag, den 16., dann überweisen muss oder einzahlen muss. Und ja, hoffen wir, dass es klappt. Also, ich bin ganz zuversichtlich und danke euch, wie gesagt. Ja, und ich bin natürlich aber auch auf der deutschen Seite aktiv in meiner Sache, der Pressefreiheit, Einschränkung. Und ich wende mich jetzt also direkt einmal an die zuständigen Behörden oder Institutionen in der BRD und habe dort äh, ein Fax vorbereitet. Das geht natürlich dann auch noch per Einschreiben raus heute. Ähm, an die Staatsanwaltschaft Freiburg, Zweigstelle Lörrach. <laughs> und Amtsgericht Lörrach ja, von heutigen Datum mit der Überschrift Ihre Pressezensur Durchsuchungen bei freien Journalisten Beschlagnahmung von Sendeanlagen, Computern, Kameras, Audioaufnahmen, Handys, Datenträgern, Ihr Aktenzeichen so und so Aufforderung zum Nachweis Ihrer amtlichen Zuständigkeit und Amtsgewalt. Und so heißt es da in dem Schreiben Sehr geehrte Damen und Herren, Aufgrund ihres Wirkens und in ihrem Auftrag, in Klammern gesucht ne, an die Schweiz, haben schweizerische Sicherheitskräfte am 22.05.2012 eine Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung von Gegenständen in meiner Basler Wohnung vorgenommen, die dazu geführt haben, dass ich unter anderem seitdem meinen Beruf nicht mehr ausüben kann und erhebliche materielle und immaterielle Schäden erleiden musste und muss. Unabhängig davon, ob dies seitens der schweizerischen Behörden ein rechtmäßiger und verhältnismäßiger Einsatz gewesen ist, er war es nicht, weswegen ja hier in der Schweiz durch mich bereits diverse rechtliche Schritte unternommen wurden und werden, wende ich mich nunmehr an Sie direkt bzw. Ihre Institutionen, um Sie aufzufordern, mir die Quellen ihrer gesetzlichen, in Anführungszeichen, amtlichen Zuständigkeit und in Anführungszeichen, Amtsgewalt, in Klammern, gegebenenfalls Kopien der SMAT, Bindestrich, Schrägstrich, Alliierte, Kontrollrats, Bindestrich, Befehle oder ähnliches, Klammer zu, über mich als natürliche Person gemäß BGB, Paragraph 1, Bürgerliches Gesetzbuch heißt es. Und als unter staatlicher Selbstverwaltung gemäß UN-Resolution a-res 56-83 Artikel 9 stehend, in Klammern, hinterlegt beim ISTGH den Botschaften der alliierten Siegermächte China, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA sowie bei der UNO sowie allen respektiven Stellen und Institutionen der BRD Klammer zu, zu erläutern und nachzuweisen. Gemäß internationalem Fristenabkommen erwarte ich Ihre substanzierte und ausführlich begründete schriftliche Antwort innerhalb 21 Tagen ab Telefax Eingangsdatum. Mit freundlichen Grüßen. Und das wäre also 21 Tage plus den heutigen ja. <laughs> Ende Juli. So, das ist hier das Papierchen. Ja. Passt jetzt hier nicht alles drauf, aber damit ihr das seht. So, das geht nachher raus. Ja, und zwar nicht nur als Telefax, sondern natürlich auch als Einschreiben. So, ja, das ist also jetzt dann der nächste Schritt, hier mal ein bisschen äh, die Dinge hier äh, ja, aufzuwerfen. Und natürlich ist es so, dass ich weiterhin auch ähm, meine Rechtsaktivitäten in den USA ähm, vorbereite. Ja, denn es ist äh, davon auszugehen, dass äh, die Schweizer Behörden, ne, also Bundesstrafgerichtshof in berlin irgendwann jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten oder vielleicht drei Monaten irgendwas sagt. Aber äh, bis dahin müssen wir natürlich dann auch noch ein paar andere Dinge vorbereiten. Und ich gehe schon mal davon aus, also ich, äh, die Beschwerdeschriften sind jeweils also umfangreich. Ähm, und bei Zeiten werde ich die dann auch veröffentlichen, ist ja klar. Äh, allerdings muss das jetzt erst alles in ein bisschen in trockenen Tüchern sein. Jo. Also, ich gehe schon davon aus, dass das wohl kein rechtsmäßiger Einsatz war, der hier durchgeführt wurde, und dass ich eine, zumindest eine gute Chance habe, dass das also, ja, ja, vom Winde verweht wird, sozusagen. Schauen wir mal. Hoffen wir es. Okay, also, wie gesagt, aber es muss eben alles vorfinanziert werden, deswegen hatte ich um diese Spenden gebeten, und ich bin auch froh, wenn noch ein paar reinkommen. Weil äh, es kommen immer noch wieder welche äh, Kosten auf mich zu. Das hat nichts damit zu tun, dass ich natürlich auch noch wieder Ausrüstungsgegenstände brauche und dies und jenes. Und da bin ich aber sehr vorsichtig im Moment. Also nur, nur das, was absolut notwendig ist. Aber ich, äh, diese Gebühren da, die, die muss ich eben einfach vorfinanzieren. Das geht nicht anders. Und wenn ich die mal zurückerhalten sollte, dann ist das für mich äh, ein Polster, auf dem man dann hier den Sender weiter ausbauen könnte. Ja, so sehe ich das. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also, ähm, wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Aber das ist nicht alles. Weil ich möchte euch noch ein paar kleine Sachen hier mitteilen, die mir natürlich wieder hier über den Weg gelaufen sind. Ungeheuerlichkeiten, <laughs> wie ich sie so nenne. Und die möchte ich gerne auch noch mit euch teilen. Und äh, ja. Und das ist ja eins dieser Ungeheuerlichkeiten ist ja wieder, ne, wie der in der BRD mit den Daten der, der Einwohner, ne, weil die Bürger, weiß nicht, ob es wirklich Bürger sind, aber Einwohner der BRD da gemacht werden. Ne, Bundestag beschließt neues Meldegesetz. Ne. Nur 57 Sekunden dauerte es, dann war das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens verabschiedet. Ja, anwesend waren natürlich nur rund 30 Parlamentarier, ein Bruchteil der Mitglieder, die es braucht, damit der Bundestag beschlussfähig ist. Umstritten ist dieses Gesetz, da ja eine Weitergabe von Daten an Unternehmen erlaubt ist damit. Also, das ist wieder mal, da machen sie jetzt noch Kohle mit. Ne? Kein Wunder, weshalb also der Bundestag also eine Umsatzsteuernummer hat, ne? Denn das ist ja dann, also ja, dann verdienen sie Mehrwertsteuer. Ne? Und die müssen sie abführen an unseren Schäuble da, beziehungsweise zukünftig an den ESM direkt. Ne? Das hier die neue Bank, die aufgebaut wird. Ne? Und da, da war zu lesen hier beispielsweise bei den deutschen Mittelstandsnachrichten: ESM-Vertrag, Steuerzahler werden nicht in Anführungszeichen bevorzugte Gläubiger. Ja. <laughs> ja, das wäre, ja, also könnte man, wie ich sagen, also wir stellen euch das Geld zur Verfügung, aber es ist eigentlich unseres und irgendwie ne, müssen wir das ja auch mal wieder zurückkriegen. Ne? <laughs> okay, also hier hat also die sogenannte Citibank, das ist eine kommerzielle Bank, eine Analyse der Citibank belegt, dass es eine bevorzugte Behandlung der, Deu der deutschen Steuerzahler im ESM-Vertrag nicht gibt. Die, die die meiste Kohle beisteuern und Schäuble ja, da müssen wir unbedingt rein, auch dabei sein, ne? Ist doch klar, ja. Also zumindest nicht in einem rechtlich einklagbaren Sinne. Ja, so heißt es da. Damit könnte der Bundestag über den ESM unter falschen Voraussetzungen zugestimmt haben. Ja, die haben das ja sowieso nicht gelesen. <laughs> okay, es ist äh, traurig, ne, aber ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Ich tue die Links dann in das Video, was ich dann auch noch mache. Ähm, dann kann das jeder nachlesen. Also es, ich denke, das un ungeheuerlich. Ne? Äh, wie seht ihr das? So, dann habe ich dann noch was anderes. Ähm, ja, USA ne? gefunden bei Telepolis, ein Blog vom Heise.de. USA starker Anstieg der Datenanfragen der Polizei bei Telefondienstbetreibern. Rechtliche Grauzone ermöglicht Tracking-Anfragen ohne bürokratischen Aufwand. Ja, einfach mal so. 700 Anfragen von Ermittlungsbehörden werden täglich, täglich, allein an den amerikanischen Telefondienstbetreiber ATT gerichtet. Dabei geht es also um Daten zur Überwachung von Mobilfunkgeräten. Das sei dreimal so viel wie noch im Jahr 2007. Etwa 230 dieser Anfragen werden als Notfall deklariert. Hoppla, ist ja klar. Ne? Was die Ermittler davon befreit, eine gerüchtliche Verfügung über die Anfrage vorzulegen, worauf die Anfragen genau gründen, wird von den Betreibergesellschaften nicht aufgeschlüsselt. Das Spektrum reiche von Anfragen lokaler Polizeistationen, die in kleineren Fällen Straßenkriminalität zum Beispiel, Ermitteln bis zu solchen des FBI bei Wirtschaftsverbrechen, also wahrscheinlich alle Banks abgehört, oder auch nicht? Beziehungsweise von Geheimdiensten auf staatlicher Ebene, die vertrauen ihren eigenen Abhöranlagen nicht. Und fordern das Sicherheitshalber noch machen. Vielleicht haben sie zu viel Weise die Dinger dann, so NSA, die lesen übrigens alle Nachrichten auf der ganzen Welt. ne? Nicht nur die der amerikanischen Bürger äh, oder Einwohner, ja, sondern, äh, also, die haben ja mächtig, zu, mächtig viel zu tun und wahrscheinlich geht das ein oder andere da verloren. Dann <laughs> werden die Dinger dann nochmal hier bei ATT zum Beispiel abgefragt. Ne, ist doch klar, logisch. Ja, und übrigens, dann hatte ich noch einen Artikel gefunden, der mir hier, übrigens, äh, klasse, ne, von Zuhörern hier zugesandt wurde. Nämlich, ähm, ja, ähm, Ihr könnt das gerne tun. oder Radio at net der ja, ich kriege da gerne von euch entsprechende Informationen, keine Frage, das ist toll. Da gab es einen Artikel im Schweiz-Magazin, allerdings schon ein bisschen länger ja, 22.10.2010, aber immer noch aktuell. Da stand drin Überschrift: Deutsche Medien verlacht, verhöhnt, verspottet. Ne? Und das ist wahrscheinlich immer noch so. Wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Die deutschen Massenmedien haben den Einfluss auf ihre Leserschaft verloren. Kaum noch ein Beitrag, der, der, der den Redakteuren nicht links und rechts um die Uhren gehauen wird. Und kein Tag, an dem der dritte Machtanspruch der Journalie brutal immer und wieder scheitert. Also ich meine die Journalisten und die Redakteure und so, also die, die Leutchen, die, die wirklich daran arbeiten, die finden ja die Sachen. Die wissen auch Bescheid. Ne? Aber dann die, die Editoren, die sagen dann, Nö, das wollen wir nicht wird nicht veröffentlicht, passt nicht in, den, in die politisch korrekte äh, journalistische äh, Darstellung der Matrix. Ne? Ja, und da gab es natürlich, äh, das wisst ihr sicher auch, und ich will es hier einfach nur nochmal so erwähnen, ja, so am Rande, <laughs> ähm, von John Swinton, der lebte 1829 bis 1901, ähm, der war US-amerikanischer Redaktionschef der New York Times. Der hat also zitiert hier: äh, Die Aufgabe des Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, geradeaus herauszulügen, zu verdrehen, zu verunglimpfen, vor den Füßen des Mammons zu kuschen und sein Land und seine Rasse um sein tägliches Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es, sagte er ganz klar. Ne? <laughs> Okay. Ja, und dann natürlich noch etwas, was hier mit der BRD zu tun hat. Ne? Da steht da im Artikel auch darunter noch. Ne? Der Geheime Staatsvertrag vom 21.05.1949 wurde vom Bundesnachrichtendienst, BND, unter, in Anführungszeichen, strengste Vertraulichkeit eingestuft. Und danach wurde der Medienvorbehalt der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien bis zum Jahr 2099 fixiert. Deutsche Medien sind also gezwungen, das, was sie veröffentlichen, nur so zu publizieren, wie es die USA, Großbritannien und Frankreich vorbestimmen. Ich weiß nicht, ob die Russen, und Chinesen, ob die noch gefragt wurden. Okay. Das nur so am Rande. Gell? Ja, also ich dachte, das ist auch nochmal ein interessanter Artikel, den ich euch hier mit reinnehmen lassen wollte. Und natürlich gibt es noch was anderes, was ich mit euch teilen möchte. Nämlich, gefunden hier bei GermanForeignPolicy.com Da steht drin, ja, die Bundeswehr stellt neue Einheiten für den sogenannten Heimatschutz auf. Wow. Also gut, wir wissen ja, die Bundeswehr ist ja keine ja, Staats- Staatsmilitärangelegenheit äh, mehr, sondern ach, vielleicht mal so gedacht. Aber sie ist eigentlich eher so eine private Söldnerarmee geworden. Ja, wir wissen ja, die Privatisierung äh, hat dort im vollen Umfang zugeschlagen. Ne? Die ganze Informationstechnologie und die ganzen Informations... Ähm, Schlüsselfunktionen äh, sind in der Hand von zwei Großunternehmen, die wiederum in der Hand der DIMS sind, ne? Dominante irrsinnige Minorität, ne? <laughs> Alles Ausland. <laughs> okay. So und jetzt stellt die Bundeswehr eine, 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 ja ein Heimatschutz auf. Weil es ist ja erklärtes Ziel der Bankster und deren Vertreter, die Politiker, ja, Regierungen, Parteien, ja die jetzt alle angst kriegen, obla, oh, die wachen alle auf, hier die leutchen und äh, die kommen wir mit unseren Schandtaten nicht durch. müssen wir uns also hier schützen und nicht nur swat teams der polizei und anderer sicherheitskräfte aufstellen, sondern du muss auch das militär hier eingreifen können und die bürger nötigenfalls erledigen. Ja. so also diese regionale, so heißt es dabei der sicherungs- und unterstützungskräfte sollen im fall eines in Anführungszeichen inneren Notstands sowohl feindliche Kombattanten als auch widerstrebende Bevölkerungsteile bekämpfen. Also alle, die sich gegen den ESM stellen, die sich gegen die Tyrannei stellen, die sich gegen die Einschränkung der Freiheit, der Grundrechte, Grundgesetz und was es da alles gibt. Ja, meine Herren und Damen, es ist ja hochalarmierend, gell? Ähm, ja, und jetzt steht hier weiter, die Truppe besteht ausschließlich aus Reservisten und wird insgesamt 27 Kompanien mit einer Personalstärke von 2700 Mann umfassen. Vielleicht auch Frauen, weiß nicht. Gut. Grundsätzlich gelten im Bundesverteidigungsministerium Reservisten als unentbehrlich für die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge. Ja, welcher Staat? EU? Oder ist ja auch kein Staat, ne? Okay. Entsprechenden Konzepten zufolge bilden sie den Nukleus. Ja, den Kern. Für einen den zukünftigen Bedrohungsszenarien angemessenen Aufwuchs. Ja, sie lassen es aufwachsen. Ja, aufwachsen. Ja. <laughs> ähm, deutsche Streitkräfte. Also, das Interesse der Bundeswehr erstreckt sich dabei insbesondere auf Frauen und Männer, die in Anführungszeichen zivilberufliche Qualifikationen aufweisen. Also, als Hilfsarbeiter kommst du da nicht rein. Über die das Militär nicht oder nicht in ausreichendem Maß verfügt. Hoho, hoppla, da müssen wir erstmal einen Überprüfungsantrag stellen. Im Fokus der Rekrutierungsbemühungen stehen nicht zuletzt Studierende, weil man die ordentlich schon beeinflusst hat, durch die Matrix ordentlich vorgebildet hat, ne? Ja, und da geht es um den inneren Notstand und ich will das nicht alles vorlesen. Ich tue den Link da unten rein. Ne? Und so weiter. Dreiecksverhältnis zur Bundeswehr. Also da geht es munter her, ne? Führungskräfte der Zukunft. Okay. Also De Maizière ist hier unglaublich äh, im Zugzwang, ne? sonst äh, dem Schlottern ja schon die Herzkreis-Blutgefäße. Ähm, weil er nicht weiß, ne, wann äh, wachen die Leute so weit auf, dass sie sagen: Nee, machen wir nicht mehr mit. Er <laughs> hat seine Kräfte noch nicht mal zusammengesammelt, äh, um solche Aufständischen zu bekämpfen. Äh, diese European Gent Force, Gendarmerie Force, Euro-Gent Force, so weiß nicht, äh, reichen wahrscheinlich nicht aus, ne? haben sie nicht genug. Naja, wie auch immer. So, okay. Oder die schicken die jetzt dann nach Frankreich. Äh, Frankreich, weiß nicht, okay. Ja, also wie gesagt, das ist, ähm, ist wichtig. Noch ein anderer Punkt, den ich ganz wichtig finde, weil da bin ich nämlich eigentlich auch dabei, das heute zu machen. Ähm, und zwar, jeder, der also hier in der BRD ähm, Hartz IV erhält und das noch nicht getan hat, sollte also unbedingt mal einen Überprüfungsantrag stellen nach § 44 SGB X, weil... Dort alle erlassenen Bewilligungsbescheide ja, rückwirkend auf zwölf Monate nochmal überprüft werden müssen. Das ist deshalb wichtig, weil es ja auch eine ganze Menge Klagen gegeben hat und gibt, ja, davon haben wir auch schon berichtet, die also ähm, den Satz, also das Finanzielle ausmachen und noch andere Dinge, die die Grundrechte betreffen. Ähm, also jeder sollte diesen Antrag stellen, der ist ja, 13. Ich glaube, 13 Seiten lang. Da steht alles drin, alles geklärt. Und ich werde hier in diesem Video den Link dazu hineinsetzen, weil da kann man sich das runterladen, anschauen und da muss man das natürlich ein bisschen adaptieren. Man kann es nicht einfach so dann wegschicken, muss das dann austauschen, muss dann sein Jobcenter wählen und seinen Namen und seine, was weiß ich, Nummern und, und seine Dinge da ja, erwähnen. Und äh, hier heißt es dann also so in dem Einführungssatz, ne? nur dass ihr das mal wisst. Ne? <laughs> Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich die Überprüfung aller mich betreffenden auf der Grundlage des SGB 2 erlassenen Bewilligungsbescheide rückwirkend zum ja, ein Jahr zurück, ja, wann immer das abgeschickt wird, eingereicht wird. Wenn ein längerer als, so schreibe ich das immer dann, wenn ein längerer als zwölf Monate zurückreichender Zeitraum möglich ist, so wird dieser hiermit beantragt. Ja, man weiß ja nie, ne, ob es noch irgendwo Kleingedrucktes gibt, was wir noch nicht kennen. <laughs> okay, und dann kommt diese Begründung und die ist also ordentlich, die hat es in sich und die ist also ausgearbeitet worden, auch schon eingereicht worden in anderen Jobcentern und ist auch schon teilweise vor dem Sozialgerichten wenn nämlich die Jobcenter dagegen Widerspruch einlegen, dann kann man dann äh, Klage erheben ähm, vor dem, bei dem Sozialgericht, bei dem jeweiligen. Und wenn das dann ablehnt, und die nächste Stufe und dann die nächste Stufe, bis wieder oben hoch <laughs> zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, der Illuminatenstadt, in der BRD. Okay, das war es jetzt mal für heute. Noch ein Hinweis: Am Dienstag, ja, in diesem Fall der 10. Das ist morgen, ne? 10. Juli, 16 bis 18 Uhr, live bei Orki Talk, Detlef, ja, Wake News Radio. <laughs> und am Donnerstag natürlich auch, 16 bis 18 Uhr, bei Orki Talk. Und ein Hinweis hier am Samstag, den 14.07., also kommendes Wochenende, findet wieder eine Hartz-IV-Gegenmaßnahmen-Sondersendung statt im Rahmen unserer United-We-Win-Aktivität. Diesmal arbeite ich mit einem anderen Radiosender, wo das also 100 klappt. Das oder so wird dann wahrscheinlich simultan auch bei anderen Sendern mit übertragen. Schaltet da bitte alle ein. Das fängt an wieder um 14 Uhr, glaube ich, haben wir gemacht, ne? Oder? Ich gebe es nochmal bekannt. Morgen schaue es nochmal nach. Also herzlichen Dank fürs Zuhören und wer mir noch was spenden will, bitte tut es. Ähm, kann sich in Verbindung setzen mit mir äh, radio.at-wakeness.net. oder wer PayPal oder so Account einzahlen machen will, macht gern. Na, also, diejenigen, die es können. Unter redaktion.wakenews.net. Das ist der Account. Herzlichen Dank, Sir Detlef von Wake News Radio und Wake News TV. Bis morgen!